Der Europäische Gerichtshof hat es knapp vor Weihnachten noch einmal richtig krachen lassen. Er hat entschieden, dass in Anlagengenehmigungsverfahren NGOs, also Umweltorganisationen, noch umfassendere Parteistellung bekommen und noch umfassendere gerichtliche Überprüfungsrechte. Und all das hat wie immer mit der Aarhus-Konvention zu tun. Und welche Konsequenzen das jetzt für die Praxis hat, erkläre ich euch heute. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und mit Entscheidung vom 20.12.2017 hat der EuGH jetzt in der Rechtssache Protect entschieden, dass Umweltorganisationen noch umfassendere Parteienrechte und gerichtliche Überprüfungsrechte bekommen. Es geht hier um die Aarhus-Konvention und bei der Aarhus-Konvention geht es uns in der Praxis im Wesentlichen um zwei Fragen. Die eine Frage ist: In welchen Verfahren sollen NGOs Parteistellung haben? Und die zweite Frage ist, in welchen Verfahren sollen die NGOs dann, wenn mal die Entscheidung da ist, auch gerichtliche Überprüfungsrechte haben? Und das sieht naturgemäß die eine Seite ein bisschen enger und die andere Seite ein bisschen weiter. Und der EuGH hat sich jetzt klar auf die Seite geschlagen, die diese Rechte und Möglichkeiten der NGOs weiter interpretieren. Und zu welchen Konsequenzen führt das jetzt? Erste Aussage des EuGH ist eine altbekannte Größe, nämlich in UVP-Verfahren und in IPPC-Verfahren, da geht es um Industrieanlagen, da haben die NGOs mal volle Parteistellung und volle gerichtliche Überprüfungsrechte. Zweiter Punkt ist, und das ist jetzt schon ein bisschen spannender, immer dann, wenn ein Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben kann, auch dann kommt den NGOs und den Nachbarn volle Parteistellung und das volle gerichtliche Überprüfungsrecht zu. Das hat jetzt einmal schon in einer Naturverträglichkeitsprüfung zum slowakischen Braunbär 2 entschieden und jetzt hat es nochmal entschieden zum Wasserrecht. Da ging es um ein Verschlechterungsverbot und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier weitere Entscheidungen zu anderen Rechtsbereichen folgen werden. Der dritte Punkt, und das ist jetzt der eigentliche Knüller, selbst wenn das Verfahren keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt haben kann, selbst dann kommt der NGO immer noch das gerichtliche Überprüfungsrecht zu. Und wenn es für dieses gerichtliche Überprüfungsrecht nötig ist, dass die NGO auch Parteistellung hat im Verfahren, dann kommt ja sogar auch noch Parteistellung zu. Was bedeutet das alles jetzt für uns in der Praxis? Das bedeutet, dass NGOs in fast allen Genehmigungsverfahren gerichtliche Überprüfungsrechte bekommen, zumindest jetzt mal dort, wo die Verfahren EU-rechtlich determiniert sind, aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon das Ende der Fahnenstange war. Der zweite Punkt ist, NGOs haben sowieso schon Parteistellung bei UVP und IPPC-Verfahren und werden künftig auch Parteistellung haben, wenn ein Anlagengenehmigungsverfahren möglicherweise zu erheblichen Auswirkungen führt. Und wie das alles jetzt noch weitergeht, wird uns der Verwaltungsgerichtshof erklären. Der muss nämlich jetzt nach dem EuGH das nationale Verfahren weiterführen. Und ich glaube fast, es wird genauso spannend bleiben. Und insofern werden wir sicher wieder mal zur Aarhus-Konvention berichten.